Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Österreich, zurück in unserem Krieg gegen Preußen, der, wie ich finde, doch irgendwie sehr interessant ist. Und ich denke, es lohnt sich an dieser Stelle mal innezuhalten und ein paar Details sich anzuschauen und möglicherweise auch ein paar Veränderungen durchzuführen. Als erstes nochmal das Thema, bei dem ich das letzte Mal ein bisschen in Zweifeln geraten war oder unsicher war, das Thema Kriegswille und woran man merkt, wann man bald verlieren wird. Ich habe mich selber nochmal damit befasst. Ich wusste es mal irgendwann, habe es aber jetzt irgendwie verdrängt, weil wir auch lange nicht mehr so einen ernsten Krieg geführt haben. Also, Thema ist hier, das steht auch ganz unten im Tooltip, Thema ist hier, was sind eigentlich die eigenen Kriegsziele und die des Gegners? Und wir können von Glück reden, dass der Gegner auch Kriegsziele definiert hat. Nämlich sein Hauptkriegsziel ist deutsche Führung. Und das heißt, unser Kriegswille sinkt auch nicht unter Null, weil der Gegner auch nicht vorankommt bei seinem Kriegsziel deutsche Führung. Dieses Kriegsziel bedeutet nämlich, er muss hier unsere Hauptstadtprovinz, unser Hauptstadtstaat irgendwie erreichen. So, solange er dort nicht vorankommt, gibt es erstmal kein Risiko, dass wir verlieren. Auf der anderen Seite sind wir auch null vorangekommen, selbst bei unseren Kriegszielen, die da heißen deutsche Führung, Hannover befreien, preußisch Braunschweig erobern. Das sieht man auch jetzt hier ganz schön auf der Karte, ist mir auch noch nie so richtig aufgefallen. Da müssen wir erst hin und dann wird's erfolgreich für uns, beziehungsweise dann kann der preußische Kriegswille sinken. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das gewichtet wird, wenn man jetzt zum Beispiel einen Teil erreicht hat, aber das werden wir vielleicht noch sehen. So, das heißt, wir haben erstmal so eine Art Patt-Situation. Weder Preußen noch wir sind im Moment am Verlieren, weil die Frontlinie auch hier relativ stabil ist. So, das ist das Erste. Insofern, Konsequenz, es lohnt sich also wirklich jetzt nochmal auf die Details zu schauen und zu überlegen, was kann man in dieser Situation machen. Was wir ja erreicht haben, ist, dass wir Russland relativ schnell aus dem Krieg herausgenommen haben. Das heißt, die zahlenmäßige Überlegenheit liegt jetzt tendenziell bei uns und wir können diese sogar noch erhöhen, wenn wir anfangen, unsere Wehrpflichtigen zu mobilisieren, wenn wir das wollen. Warum ist das meines Erachtens sinnvoll? Preußen hat das, glaube ich, auch noch nicht getan. Doch, 237, 121. Wenn ich jetzt mir anschaue, hier die Übersicht, 370 auf der Gegenseite, wobei hier steht 548 potenzielle Bataillone, bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß auch nicht, wo man das sehen kann, ob sie mobilisiert haben. Doch, das weiß ich, wo man das sehen kann. Man kann in irgendeine Provinz reinklicken und gucken, ob die Rekrutierungszentren da gebaut sind. Ja, okay. Aber Größe 7 von 50... Ja gut, die wachsen aber nur auf 7 an. Okay, alles klar. Ja, also sie haben komplett mobilisiert. Sie sind am Limit. Wir noch nicht. Hinzu kommt, dass wir also die größere Manpower haben im Hintergrund. Wir haben auch, glaube ich, die bessere Ökonomie. Wir haben jetzt einen Plus von 200.000. Ich glaube, die Preußen haben finanzielle Probleme gehabt in der Vergangenheit. Das heißt, wir könnten auch eine Mobilisierung problemlos stemmen. Und diese Vorteile, die wir haben, als großer Markt, als großer Staat, sollten wir auch nutzen. Das ist jetzt das Erste, was ich tun werde. Wehrpflichtige einberufen. Man könnte jetzt theoretisch anfangen zu differenzieren nach Hauptquartieren. Im Übrigen ist es auch vom UI wieder ganz grässlich gelöst. Wenn ich jetzt auf Wehrpflichtige einberufen gehe und ich möchte zum Beispiel sagen, nur im Donau-Hauptquartier, dann wird mir hier an keiner Stelle angezeigt, was sind eigentlich die Grenzen des Donau-Hauptquartiers. Das muss ich jetzt irgendwie wissen. Weil die einzelnen Wehrpflichtigen werden den jeweiligen Hauptquartieren zugeordnet und damit auch den entsprechenden Generälen. Das heißt, ich könnte jetzt halt versuchen, nur dort, wo ich es sinnvoll erachte, an den Fronten, die Wehrpflichtigen hinschicken, muss aber dann genau wissen, wo kommen die Generäle her an den jeweiligen Fronten. Auch das ist vom UI her eine Katastrophe. Zum Beispiel sehe ich hier in dieser Übersicht nicht, wo dieser General eigentlich sein Hauptquartier hat. Da muss ich erst wieder in irgendwelche Tooltips reingehen. Hinzu kommt, dass man leider jetzt nicht sagen kann, wenn man jetzt mehrere Generäle aus einem Hauptquartier hat, bitte schickt jetzt mal die Wehrpflichtigen zu dem einen General, da der braucht sie, der andere nicht. Das heißt, die werden verteilt auf die jeweiligen Generäle der Hauptquartiere und die stehen teilweise bei uns an Fronten, wo wir zum Beispiel Wehrpflichtige eher brauchen können und wo wir sie nicht gebrauchen können. Das heißt, jetzt ein Micromanagement ist meines Erachtens in dieser Situation zwar möglich, aber nur begrenzt sinnvoll. Aus diesem Grund werde ich einfach pauschal alle Wehrpflichtigen einberufen. So, das heißt, also ja gut, und jetzt muss ich es trotzdem anklicken.
Das mache ich mal einfach auf diesem Weg. So. Dann werde ich jetzt nicht aus Versehen irgendwelche aus Borneo oder sowas einberufen. Wir rufen alle hier zu den Waffen. Okay. So, das sind die Alpen. Ach nee, in Südtirol können keine wehrpflichtigen Bataillone ausgehoben werden, da es hier nicht genug Zivilbevölkerung gibt. Auch interessant. Gut. Das ist natürlich, ich sag mal, mittelfristig durchaus von Nachteil, weil uns hier Leute wegsterben, die arbeitende Bevölkerung ist. Das ist ja durchaus ein Thema, aber wir machen das jetzt. So, das ist das eine. Das nächste ist, dass wir uns die Fronten nochmal genau anschauen müssen. Wo gibt es eigentlich preußische Armeen? Wo sind unsere Leute und wo sollten die welche Befehle haben? Und da muss ich mich selber mal ein bisschen im Zaum halten, wenn es nachher weitergeht. Auch wenn es sehr fummelig ist von der UI, aber es lohnt sich wirklich, glaube ich, das zu prüfen, weil man hier einiges, glaube ich, noch rausholen kann. Zum Beispiel hier. Wir haben hier Gottlieb von Wrede. Wird hier übrigens als Bayern-Armee angezeigt, aber es kommt nur, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Es sind eigentlich alles nur unsere Einheiten. Nee, es sind auch drei verbündete Bataillone dabei irgendwie. Keine Ahnung, die kommen von hier gerade. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der auf Verteidigen. Und das ist natürlich total Unsinn, weil der kann hier die Front voranbringen. Es gibt nämlich dort überhaupt keinen Gegner. Das heißt, wir könnten hier eigentlich problemlos voranmarschieren. Das ist das eine. Dann habe ich hier gesehen, dass der eigentlich talentierte Angreifer, der ist hier auf Verteidigen gestellt. Der soll Front voranbringen. Nämlich durchaus genau diese Hessenfront, während der Julius von Hainau eigentlich der ist, der verteidigen sollte. Der ist allerdings gerade in der Schlacht und das ist auch ein nerviges Element dieses Interfaces, dass man während der Schlachten das nicht ändern kann. Muss ich hier bedenken, Hainau muss eigentlich in die Defensive. So, ja, ich würde sagen, der Rest ist tatsächlich okay. Ich werde weiter hier offensiv bleiben, weil jetzt ja die Wehrpflichtigen hier einlaufen. Also hier werden wir immer mehr werden und irgendwann werden wir mit der drückenden Überlegenheit hier den Durchbruch schaffen. Da bin ich mir sicher. Deswegen lassen wir das auf Offensiv. Und hier unten, das sind, warte mal, wer steht hier? Xylander, ja genau. Xylander ist eigentlich nicht ganz unwichtig hier, weil hier Braunschweig ist in der Nähe, zumindest erreichbar. Von dort aus und es wäre schön, wenn hier der Druck aufrechterhalten bleibt. Er ist eigentlich kein guter Offensivmann, aber er wird jetzt auch viele Wehrpflichtige bekommen und insofern könnte ich mir vorstellen, allein durch die zahlenmäßige Überlegenheit, dass wir da irgendwann auch was erreichen werden. Das heißt, im Moment ist jetzt nur Eder hier, hier glaube ich, genau in der Defensive, der hält diese ganze Front, die Böhmenfront. Und eigentlich soll hier Hainau in der Defensive sein. Das müssen wir noch einstellen. Das zu den Fronten. Okay, dann Thema Marine. Habe ich mir jetzt auch nochmal genau angeschaut. Was hier unglücklich gelaufen ist, wir haben eigentlich unsere Flottillen auf Konvois eskortieren gestellt. Das ist auch grundsätzlich, glaube ich, der richtige Befehl gewesen. Ich habe ihn nur falsch ausgeführt, weil ich die Mechanik nicht mehr drauf hatte. Ist auch ein bisschen unglücklich. Eigentlich spielt sich ja alles hier in diesen Knotenpunkten ab. Hier ist es so, in diesem hier, da ist tatsächlich preußische Marine aktiv mit 26 Flottillen und hier sind auch wir aktiv. Warum auch immer, uns ist es nicht einmal gelungen, obwohl, wartet mal, vielleicht haben wir hier mitgekämpft an der Seite von Sardinien-Piemont. Das weiß ich nicht genau. Es könnte sein, dass unsere Flotten hier mitgekämpft haben, aber ich glaube es eher nicht. Ne? Die haben hier 227er. Die haben es auf jeden Fall geschafft, hier wunderbar die Preußen zu schlagen und zwar komplett. Das heißt, hier kommen wir eigentlich gut durch, beziehungsweise hier gibt es kaum Probleme. Hier allerdings gibt es das Problem. 8100 Konvois sind versenkt worden. Effektivität der Schifffahrtswege hat sich dadurch um 15% verringert. Das heißt, der Handel ist gestört, weniger kommt auf unseren Markt an, die Preise steigen. Das ist die Konsequenz. Und hier sind wir halt nicht vertreten. Und das wollte ich eigentlich. Wobei hier Sardinien-Piemont auch vertreten ist, bloß wir nicht. Ich glaube, es liegt daran, also entweder könnten wir den Befehl machen, so wie die anderen auch, so wie Sardinien-Piemont, beziehungsweise beide Sizilien. Habe ich jetzt eben Sardinien-Piemont immer gesagt? Ich meine eigentlich beide Sizilien. Ja, die beiden Sizilien.
genau, die sind hier präsent. Also der richtige Befehl, also die befehlen immer Küste patrouillieren und schaffen es offenbar hier, den Gegner zu stellen. Ich hatte Konvois eskortieren gemacht und habe aber nur Italien angeklickt. Und das bedeutet, er eskortiert quasi nur hier, in dem Bereich. Und offenbar funktioniert das so, dass man vom Starthauptquartier zu irgendeinem Ziel das definieren muss. Und ich jetzt mache mal das Ziel Portugal. Und dann müsste er eigentlich diese drei Knotenpunkte irgendwie beschützen. Ob das besser funktioniert, weiß ich nicht. Wir probieren es einfach mal. Konvois eskortieren bis dorthin. So, ich hoffe, das läuft jetzt. Und dann werden wir mal sehen, ob die dort auftauchen und vielleicht auch mal ein paar Seeschlachten gewinnen. Soweit zu diesen Dingen. Und jetzt verfolgen wir wieder den Schlachtverlauf. Und müssen vor allem hier drauf achten. Nee. Das ist eine Defensivschlacht. Hier müssen wir drauf achten, wenn die Schlacht vorbei ist mit Hainau. Genau. Das ist wichtig. So, hier sind wir jetzt erfolgreich. Genau, das war die Geschichte, weil wir einfach voranrücken und der Gegner dort hier nicht mehr verteidigen kann. Das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Situation. Wir marschieren jetzt ins Rheinland ein und das könnte jetzt so eine Art Wendepunkt sein, würde ich fast mal sagen. So, hier sind wir wieder am Verlieren. Nein! Peter von Itzstein ist gestorben. Das ist allerdings jetzt dramatisch, weil Peter von Itzstein war einer unserer besten Offensivkräfte. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch Hötzendorf dort. Und, okay, wir müssen auf jeden Fall nachbesetzen. Es ist aber tatsächlich so, dass theoretisch wir niemanden brauchen. Hötzendorf scheint in der Lage zu sein, alle Truppen selbst zu kontrollieren. Wobei, wie verstehe ich die 106 von 176? Sind dort 176 Truppen und es könnte sein, dass er doch nicht alle selbst kontrollieren kann. Okay, er gehört zum Donau-Hauptquartier, aber ich glaube, Itzstein gehörte gar nicht zum Donau, ne? Wir beobachten das mal, wir lassen das mal so laufen. Ich will halt jetzt die Offensivkraft des Generals nicht verwässern, indem ich jetzt irgendwen da sonst wen reinstelle. So, wir rücken jetzt hier immer weiter vor, das ist hervorragend. Jetzt ist der Mund gekommen. Okay, Russland stellt sich da irgendwo Himalaya-Aufstand, da machen wir mal Neutralität. Jetzt ist hier der Moment gekommen, wo wir Hainau befehlen, hier diese Front bitte zu verteidigen. Ich hoffe, es ist die richtige. Ja, okay. So, das funktioniert also. So, die Preußen werden da verlieren. Aber das ist jetzt das entscheidende Vorrücken. Jetzt haben wir die Lücke gefunden. Hier sind wir weiter in Defensivkämpfe verwickelt. Das ist gut. Da werden wir die Preußen immer weiter zurückschlagen. Das funktioniert. Oh, jetzt. Und jetzt kommen wir natürlich auch in die Nähe von Hannover und so weiter. Oh mein Gott, wir stehen ja kurz vor Berlin schon. Das ist ja jetzt verrückt. Das ist ja jetzt verrückt. Und jetzt wird es auch schon wieder extrem unübersichtlich, was diese Fronten betrifft. Naja. Okay, wir müssen einfach nur beobachten, wie das hier weiterlaufen wird. Ja, jetzt ist Hannover quasi schon in unserer Hand. Jetzt kommt noch das rückwärtige Rheinland. Sehr schön. Was gibt es hier nebenbei noch für Schlachten? Diesmal unser Borojewitsch, der ein guter Offensivmann ist, aber wird trotzdem zurückgeschlagen durch die Grabenratte Hugo Mappes. Das ist aber jetzt alles ganz egal, weil jetzt sehen wir, jetzt geht es hier auf der Gegenseite runter. Insofern, wir hätten, glaube ich, jetzt gar nicht die Wehrpflicht machen müssen. Warte mal, und Preußen würde zustimmen? Preußen ist jetzt schon geschlagen? Wow. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. Wir haben's. Verrückt. Ich war am Ende der letzten Folge schon kurz davor, irgendwie hier in Weißen Frieden zuzustimmen. Aber es kommt nur, weil ich
den Stand der Dinge einfach falsch eingeschätzt hatte, muss man einfach mal so sagen. Ja, hervorragend. Und damit ist uns, ohne dass ich das eigentlich, ohne dass das Teil meines Planes war, nicht nur gelungen, dass Hannover wieder befreit ist, wir einen Anschluss zu unserem Markt herstellen können, sondern die preußischen Gebiete sind auch voneinander getrennt, was eine natürlich massive Schwächung darstellt, weil die Märkte voneinander getrennt sind. Und das heißt, das gesamte Rheinlandgebiet kann jetzt eigentlich, hat keinen Anschluss im preußischen Markt, oder? Großartig. Man könnte sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, das ist Teil eines genialen Plans, war es aber ehrlich gesagt nicht. Ja, die haben keinen Marktzugriff mehr. Oh mein Gott, das wird die Preußen ökonomisch sowas von schwächen. Es ist ja einfach herrlich. Okay, sehr, 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 sehr schön. Jetzt müssen wir nur überlegen, was bedeutet das? Wie können wir das jetzt ummünzen? Was ist jetzt eigentlich zu tun? Wir gucken uns jetzt mal Hannover an. Hannover ist eine absolutistische Monarchie. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Haltung herzlich und einvernehmlich. Und was wollen wir jetzt machen? Wir wollen natürlich jetzt... Ah, schaut mal, das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Zollunion machen sie direkt noch nicht. Aber ich würde sagen, wir bilden erst einmal ein... Ah, pass mal auf. Wir werden ihre Schulden übernehmen. Das finde ich sehr gut. Wir haben Goldreserven von 15 Millionen. 2,14 Millionen können wir uns locker leisten. Damit hätten wir eine Verpflichtung. Ich glaube, sie müssen das noch annehmen, oder? Müssen sie das noch akzeptieren? Ah ja, angenommen. So, und damit ist die Verpflichtung da. Das heißt, sie können jetzt im Prinzip in die Zollunion. Das ist ja fantastisch. Warte mal, das müssen wir uns ganz kurz mal angucken. Der Markt von Hannover, der ist nämlich jetzt interessant. Die haben nämlich, schaut euch das mal an, die haben 2640 Öl. Und jetzt gucke ich mal auf unseren Markt. Ja, das ist wirklich relevant. Wir haben 4000 Defizit. Oh, ist das großartig. Okay, also das war tatsächlich ja so gewollt und geplant. Und das ist schön, wenn das jetzt tatsächlich funktioniert. So. Zollunion. Das müssten sie jetzt eigentlich auch noch annehmen. Oder? Passiert das direkt automatisch? Nee, da haben wir es. Ah, sehr schön. Sehr, 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 sehr cool. Und dieser preußische Markt ist einfach nur lustig. ob das jetzt dort... Ich könnte mir vorstellen, da käme, kommt es jetzt zu echten Revolten und so, ne? Da bin ich mir ganz sicher, wie diese Marktabgeschlossenheit, ob das dann die Unzufriedenheit auch noch weiter steigert. Das könnte für uns natürlich auch noch interessant sein, wenn es hier vielleicht eine Abspaltung gäbe oder sowas. Okay, gut. Was können wir mit Hannover noch anstellen? Wir werden auf jeden Fall, würde ich sagen, einen Verteidigungspakt bilden. Mhm. Und Beziehungen sind schon auf Maximum. Ja, der nächste Schritt ist dann eigentlich immer das Protektorat. Und um das hinzubekommen, werden wir nochmal eine Finanzierung beginnen. So, sehr schön. Und was ich übrigens irgendwie nebenbei gesehen habe... Die Finanzierung von Sardinien Piemont, die können wir schon lange beenden. Hattet mir, glaube ich, auch schon geschrieben. Da gehen wir ein bisschen umsonst Geld auf. Ist aber nicht so schlimm. So, hier steht immer Beziehung, Finanzierung beginnen, aber eigentlich wird es beendet. Okay, dann haben wir österreichisch Braunschweig. Wie sieht es eigentlich aus mit Braunschweig selbst? Weil jetzt haben wir, schaut mal, jetzt haben wir ja Grenzen noch in andere Kleinstaaten zu anderen Kleinstaaten. Die können wir ja jetzt auch beeinflussen, oder? Ja, natürlich. Ja. Beginnen, Beziehungen zu Braunschweig zu verbessern. Wir werden auch hier die Finanzierung beginnen von Braunschweig. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir unseren Einfluss richtig spielen lassen. Im Übrigen, wir kriegen ja jetzt auch Reparationszahlungen, nicht wahr? Oh, Preußen ist so im Eimer. Warte mal, was kriegen wir für Reparationszahlung. Sehen wir das schon?
Zusätzliches Diplomatiepakt. Ja. Preußische Kriegsreparation. 66.000. Ja, könnte auch ein bisschen mehr sein. Okay. Braunschweig. Dann haben wir jetzt Schaumburg-Lippe. werden wir auch Beziehungen verbessern. Dann gehen wir nochmal rein. Diplomatie. Was haben wir da noch für Möglichkeiten? Ja, wir müssen erstmal hier auf herzlich kommen, bevor irgendwas möglich ist. Wir können hier noch nichts finanzieren. Okay, an wen grenzen wir jetzt noch an? Was ist noch neu? Hier oben Oldenburg. Konstitutionelles Großherzogtum. Das klingt doch super gut. Dann werden wir auch hier die Beziehung verbessern. Wir werden auch hier die Finanzierung beginnen, denn die werden auch alle noch Teil unseres Marktes werden, würde ich sagen. Das war's aber, glaube ich, oder? Ja. Was im Moment direkt von uns erreichbar ist. Ich weiß gar nicht, wenn Braunschweig Teil des Marktes wird, ob es unsererseits vielleicht sogar möglich wäre, das hier an Braunschweig zu übergeben. Fände ich auch ganz nett. Aber dazu müssen die dann auch erstmal Marktteilnehmer sein, würde ich sagen. Okay, dann ist es an der Zeit, aufgrund unserer guten Einnahmen, denke ich, hatte ich nicht irgendwelche, ach nee, ich hatte die Verbrauchssteuern wieder reduziert, genau. Dass wir auch die Luxusmöbel nicht mehr besteuern. Das machen wir mal nicht. Und ja, können wir noch irgendwas steuerpolitisch ändern? Ich denke, ja, die Militärgehälter hatte ich eigentlich auch noch erhöhen wollen vor dem Krieg. Daran habe ich nicht gedacht. Wir gucken mal, wie sich das einläuft. Ansonsten werden wir vielleicht komplett die Steuern senken, um jetzt innenpolitisch deutlich zu machen, dieser Krieg, der hat sich gelohnt. So, Verteidigungspakt ist angenommen worden. Sehr schön, wir sehen jetzt hier die entsprechenden Verbesserungen. Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Braunschweig. Keine Ahnung, warum das in zweierlei Hinsicht jetzt hochgeht. Vielleicht, weil die auch ihrerseits Beziehung... Ach nee, das ist Finanzierung und das ist Beziehung verbessern, ich sehe schon. So, wir bleiben hier bei stabilen Einnahmen. Sehr gut, dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, dass wir wieder auf mittlere Steuern zurückgehen. Ja, wunderbar. Meine Güte. Und damit ist Folgendes passiert. Wir gucken uns das hier auch nochmal an. Damit ist passiert, dass Preußen jetzt nicht mehr in der Lage ist, aus sich selbst heraus irgendwie Deutschland, was für ein komisches Konstrukt, was für eine komische Idee, hier zu vereinigen. Wir könnten es tun, wollen es aber nicht tun. Wir wollen einfach nur unsere Einflusssphäre weiter ausdehnen. Wir wollen eher so einen lockeren Staatenbund, so im Sinne des vielleicht früheren Heiligen Römischen Reiches oder des Deutschen Bundes haben. Das ist schöner als diese nationale Idee. So ticken unsere Leute. Okay, wir gucken nochmal, was hier so los ist. Ja, diese Zuckerhandelsroute bei den Briten, die werden wir mal... Wir reden über sehr, sehr viel Zucker. Was ist eigentlich mit Zucker los? Also warum dieser Markt so komplett durcheinander geraten ist, weiß ich gar nicht. Zucker, ja, wir haben ein Defizit von 720, aber also... Wir haben Exportzölle, ist alles in Ordnung. Ja, ich werde den mal nicht künstlich jetzt abschaffen, mal gucken. Wir haben immer noch Probleme mit der Besteuerung. Aber warte mal, hier haben wir jetzt Arbeitslosigkeit, Probleme in der Ostslowakei. Das heißt, hier werden wir jetzt erstmals was anderes machen. Hier werden wir auf Telefonzentralen umsteigen, weil das kostet keine Arbeitskräfte. Doch, es kostet... Nee, es eigentlich wird nur umgeschichtet. Ne? Sie brauchen nur andere Leute. Das müsste eigentlich reichen. Und in Österreich selbst haben wir allerdings große Probleme. Und auch hier haben wir aber... Wow, also entweder ist hier super viel gebaut worden, das sind unsere ganzen Kraftwerke möglicherweise, die jetzt gerade die Arbeitskräfte hier auffressen ohne Ende. Das heißt, ich würde gerne auch hier in der Regierungsverwaltung ein bisschen was ändern auf Telefonzentrale. Ja, Telefone produzieren wir. Warte mal, erhöhte Beschäftigung plus 60.000 Bürokraten, aber 36.000 Büroangestellte weniger. Das heißt, netto doch mehr. Aber vielleicht könnte man einfach dann zurückbauen. Das ist vielleicht der Weg.
Weil wir jetzt eine Besteuerungskapazität jetzt schon von 704 haben. Wir gucken mal rein, wie viel benötigen wir dann eigentlich. Also, hier steht, wir haben eine von 1130. Wie kommt das denn? Ach so, 704 ist der Basiswert und es wird dann durch die Prozente noch erweitert. Ja, da würde ich sagen, da können wir definitiv reduzieren. So. Wir sehen ja, dass wir so ungefähr Vollbeschäftigung haben, beziehungsweise wir können das hier noch weiter reduzieren, meines Erachtens. Das müsste immer noch reichen. Vielleicht habe ich jetzt zu viel. Ja, 821 von 988. Passt. Also so kann man eigentlich auf sehr gute Art und Weise Arbeitskräfte freisetzen, sodass die jetzt irgendwo Beschäftigung finden. Das ist doch sehr schön. Okay. Interessen haben wir immer noch nicht alle erklärt. Irgendeine neue ist erneut möglich. Wo würde sich vielleicht noch weitere Handel. Gehen wir mal auf ganz Südamerika. Vielleicht gibt es da interessante Dinge, die in Zukunft dort handelbar sind. Niedriger Marktzugriff. Okay. Müssen wir da eingreifen? Normalerweise sind die Privatinvestoren da relativ gut dabei. Eigentlich müsste man jetzt wirklich mal schauen, aber hier haben wir genug. Schaut mal, hier wird gebaut. Wir gehen hier noch mal ein bisschen hinterher. Oder ne, Subventionen laufen eigentlich. Okay, dann gehe ich das mal kurz durch. Es wird überall auch eigentlich korrekterweise gebaut. Ich werde immer noch einen drauflegen. Dann sind wir da auf Nummer sicher. Aber wir sehen eigentlich, dass der Markt regelt, Leute. Der macht. Insofern, wahrscheinlich ist es doof, was ich hier gerade mache. Wird gut ausgebaut. Wir brauchen uns nicht drum kümmern. Läuft. Ja, und starten in Aufruhr. Das ist natürlich immer noch relevant. Okay, so. Interessanterweise hat der Krieg jetzt keine irgendwie große Delle geschlagen in unserem BIP. Wie sieht es aus beim preußischen BIP? Oh. Oh ja. Ja, der fehlende Marktzugriff im Rheinland, der haut jetzt mit Sicherheit richtig rein. Preußen auf Platz 10 im BIP abgefallen. Ach, herrlich. Herrlich. Okay, gut. Ja, ich würde mal sagen, dann können wir mit einem sehr guten Gefühl jetzt erst einmal diese Folge beenden. Wir sind im August 1912 angekommen. Das heißt, der Krieg hat nicht mal 2 Jahre gedauert und war am Ende, und es sah am Anfang noch nicht so aus, unterm Strich ein voller Erfolg für Österreich. Ich hatte gesagt, ich hatte so heimlich für mich gedacht, gesagt habe ich es nicht, aber ich sage es jetzt mal, würde jetzt das zu einer Niederlage geführt, hätte das zu einer Niederlage geführt, dann hätte ich ungefähr das gemacht, was in Österreich passiert ist nach der Niederlage gegen Preußen 1866, dann hätte es, glaube ich, eine gewisse innenpolitische Veränderung gegeben. Dann hätte die Regierung irgendwie Druck nachgeben müssen, zum Beispiel jetzt die nächste Forderung, die öffentlich wird, der wäre man dann nachgegangen. Aber es ist nicht passiert. Das heißt, wir bleiben bei unserem hart konservativen Kurs, dass es hier keinerlei politische Änderungen gibt und werden weiter gespannt beobachten, wie lange man das durchhalten kann. Mal sehen, was da noch so passieren wird. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.